Sie sind wieder auf der Jagd nach Rekorden, die Königinnen und Könige der Leichtathletik. In Götzis hat am Vormittag das Hypomeer-Kampf-Meeting begonnen und da messen sich wieder die besten 7 KämpferInnen und 10 Kämpfer der Welt, allen voran Olympiasieger Damien Warner. Die Stars sind also wieder zurück im Mösle-Stadion, aber nicht nur die, sondern auch die Zuschauer. Ja, sie sind endlich wieder da, die Fans. Vor 2 Jahren musste das Hypo-Meeting ja Corona-bedingt abgesagt werden. Letztes Jahr waren nur 500 Zuschauer erlaubt, aber heuer ist das Mösle-Stadion wieder richtig, richtig voll. Tolle Stimmung hier in Götzis. Und sie alle, die Zuschauer, sind gekommen wegen den großen Stars natürlich. Damien Warner bei den Herren, Katharina Johnson-Thompson bei den Damen, aber auch wegen unserer jungen Vorarlbergerin, Chiara Schuler, 20 Jahre jung. Am Donnerstag wird sie 21. Sie hat heute ihr Debüt gegeben im Mösle-Stadion und auch wir haben sie natürlich ein bisschen begleitet. Am frühen Vormittag ist das Wetter in Götzis noch etwas trüb, die Erwartungen an die Lokalmatadorin Chiara Schuler aber unterschriftsreif, wenn auch nur beim Autogramme geben. Ich muss sagen, momentan steht an erster Stelle die Nervosität. Ich bin sehr nervös und hoffe natürlich, dass alles gut geht. Aber ich freue mich schon, wenn langsam dann immer mehr Zuschauer kommen und dann freue ich mich auf meinen Lauf. Die Hörbranzerin geht aber etwas angeschlagen in ihr bisher größtes Mehrkampf-Meeting. Der Oberschenkel macht Probleme. Sie hat jetzt praktisch letzte Woche nichts Schnellkräftiges gemacht. Sie hat zwar trainiert, aber nicht mit vollem Speed. Deswegen war ich jetzt natürlich ein bisschen aufgeregt, ob jetzt der Hürdenlauf gut läuft. Aber der eigene Fanclub bringt sie gleich zu Beginn über die 100-Meter-Hürden in Bestform. Schuler schafft mit 14:43 ihre Saisonbestleistung. Es sind alle sehr, sehr nervös. Also ich habe die letzten Nächte schon ganz schlecht geschlafen. Und jetzt, heute natürlich, war die Anspannung grenzenlos. Und wir sind froh, dass der Hürdenlauf jetzt gut über die Bühne gegangen ist für Kiki, weil da ist schon viel gewonnen. Und jetzt spannt sie es, glaube ich, auch zu Höchstleistungen an. Und im Hochsprung schafft sie es dann über 1,65 Meter. Höher kam sie noch nie. Im Kugelstoßen ist Schuler auch zufrieden. Mit 13,41 Meter bleibt sie knapp hinter ihrer Bestleistung. Und auch über die 200 Meter erfüllt sie die Erwartungen. Tag 1 geht für Chiara Schuler mit 3.364 Punkten zu Ende. Damit ist sie voll auf Kurs in Richtung neuer Landesrekord. Ja, und jetzt ist sie bei mir, Chiara. Wie war er, der erste Tag in Götzis? Nicht von den Ergebnissen, von den Emotionen, vom Gefühl her. Also es war richtig cool. Ich muss sagen, beim Hürdenlauf war ich sehr nervös. Ich glaube, so nervös war ich noch nie. Aber beim Hochsprung habe ich schon gemerkt, okay, die Zuschauer sind da, um die unterstützen. Nicht, dass sie nervös sein musst, sondern dass sie die unterstützen. Und das hat dann auch voll geklappt. Zum ersten Mal für Sie, dass Sie bei so einem Wettkampf dabei sind, mit so großen Namen, mit Weltmeisterinnen, mit Olympiasiegern. Wie fühlt es sich an, Teil von solch einem Feld zu sein? Es fühlt sich richtig gut an. Ich habe es gesehen, am liebsten würde ich 10 Mannequins und gleich Autogramm holen, weil es halt doch so Weltstars sind und so. Aber es ist schon mal richtig cool, einfach mit anderen auch, ich sage es mal gerade im Kugel zum Beispiel, jetzt mitheben können in meiner Gruppe oder so. Also es ist schon richtig cool. Wie wurden Sie denn so aufgenommen von den ganzen Stars? Doch, eigentlich eh voll gut. Ich sage jetzt mal, sie machen keinen Unterschied, ob du jetzt Platz 23 bist oder Platz 3. Also sie reden mit jedem und unterstützen die auch und das merkt man einfach. Morgen geht's weiter. 3 Disziplinen nochmal. Der Speerwurf, Ihre Lieblingsdisziplin. Was haben Sie sich vorgenommen? Da können Sie sich wirklich messen mit den Allerbesten. Ja, genau. Also Speer, auf das habe ich mich am meisten gefreut, weil ich mich gerade messen kann mit ihnen. Und da hoffe ich natürlich, dass vielleicht nochmal die 50 Meter drin sind und vielleicht ein neuer Landesrekord. Auch wenn es, ich sage jetzt mal, um die 50 oder ein bisschen drunter sind, bin ich natürlich auch zufrieden. Aber es kommt halt dann wahrscheinlich auf den Wind drauf an, wie das Wetter ist. Und dann, aber es könnte schon was Gutes möglich sein. Vielen Dank, Chiara. Gut erholen. Bis morgen. Und wir wollen uns jetzt natürlich auch noch anschauen, wie es allen anderen Stars hier am ersten Tag in Götzis gegangen ist. Wir beginnen mit den Herren. Und da ist der Olympiasieger natürlich im Mittelpunkt gestanden. Damien Warner. Er will ja den 21 Jahre alten Meetingrekord von Roman Schäberle brechen. Traditionell startet der Zehnkampf in Götzis mit dem Sprintbewerb über 100 Meter. Und der Kanadier Damien Warner zeigt auch heuer allen anderen, wie es geht. In 10:14 ist der große Favorit über der Ziellinie nur 2 Hundertstel hinter seinem eigenen Weltrekord. Vor Landsmann Piers Lepage und dem Schweizer Simon Ehammer. Und der beweist dann, wie schön diese Weltrekorde in Götzis sind. Ehammer pulverisiert beim Weitsprung mit 8,45 Meter nicht nur seine eigene Bestleistung, sondern auch den Mehrkampf-Weltrekord. 8,45 Meter, damit hätte er bei den Olympischen Spielen in Tokio bei den Spezialisten Gold geholt. Und der macht das hier im Zehnkampf.
Ja, es war unglaublich. Also ich wusste ja, dass ich weit springen kann, habe ich ja vor 3 Wochen schon gezeigt. Ich wusste, Götz ist eine gute Anlage und wollte unbedingt das Beste machen vom letzten Jahr. Und es war einfach von A bis Z ein genialer Sprung. Beim Kugelstoßen zeigt dann der einzige Österreicher im Feld auf. Mit 14,67 Meter setzt Jan Mitsche eine persönliche Bestleistung in den Sand. Beim abschließenden 400-Meter-Lauf lässt dann Simon Ehammer Damian Warner nicht weit genug vorziehen und holt sich die Halbzeitführung. Jan Mitsche liegt nach Tag 1 auf Platz 16. Im Siebenkampf der Damen beginnt die Favoritin, die Olympia-Zweite Anouk Vetter aus den Niederlanden, schnell. Sie ist über die 100-Meter-Hürden Zweite hinter der US-Amerikanerin Kendall Williams. Im Hochsprung überfliegt dann die Polin Adriana Suek alle anderen. Sie springt über 1,92 Meter zu einer neuen persönlichen Bestleistung. Über die abschließenden 200 Meter läuft dann die britische Weltmeisterin Katharina Johnson-Thompson vorneweg. In der Gesamtwertung ist sie nach langer Verletzung aber nicht vorne dabei. Suek führt vor Vetter. Die Hörbranzerin Chiara Schuler ist 23. Ja, das war also Tag 1 hier in Götzis mit tollen Leistungen. Morgen geht's weiter am Vormittag. Wir berichten natürlich wieder den ganzen Tag live hier aus dem Mösl-Stadion in Radio Vorarlberg. Und alle Ergebnisse, die gibt's dann morgen Abend um 19 Uhr in Vorarlberg heute.